Hallo zusammen, ein neues Video von mir und ihr könnt es an der Überschrift erkennen, es ist eigentlich ein Haul. Ihr seht aber auch, dass ich noch komplett ungeschminkt bin, denn ich möchte die Produkte auch, zumindest einige davon, gleich mal ausprobieren. Und super spannende Produkte, wie ich finde, auf die ich mich tierisch gefreut habe. Ich habe die Sachen noch nicht geswatcht, gar nichts, also schauen wir einfach mal. Und ich lege los. Bevor ihr fragt, was ich auf den Nägeln trage, das ist ein wunderschöner Blauton. Den habe ich mir mitgenommen von Catrice und zwar einer von diesen ganz normalen Ultimate Nail Lackern. Und das ist die Farbe 115 Summer Nights Sky. Ein super schönes Blau, so ein Jeansblau würde ich fast sagen. Und ich habe dann aber matten Topcoat drüber gegeben, weil ich das spannender fand. Dann habe ich mir von Catrice einen Lidschatten mitgenommen, einen Single Lidschatten. Und zwar die Farbe 910 My Merment. Das soll ein neuer sein. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den jetzt schon einmal verwendet und ich finde ihn nicht so gut. Ich musste den wirklich dreimal mit dem Finger schichten, dass ich überhaupt ein bisschen Farbe auf dem Lid dann hatte. Also den finde ich nicht wirklich optimal. Ich habe auch die neuen Paletten geswatcht. Die sind wirklich gut von der Pigmentierung und haben mich sehr überrascht. Allerdings hat mich nicht wirklich eine Palette davon farblich jetzt angesprochen, weil es halt alles sehr nude ist. Und ja, aber wer noch nicht so viele Lidschatten hat, ist mit diesen Paletten bestimmt gut bedient. Dann habe ich mir aus diesem Essence Vorschauaufsteller eine neue Mascara mitgenommen, und zwar die Essence Volume Stylist Lash Extension Mascara. Auch die werden wir nachher in dem Video verwenden. Die habe ich auch schon verwendet und muss sagen, nö, lasst euch überraschen, wenn ich mir die Wimpern tusche. Und dann habe ich es ja auch schon angekündigt, ich habe mir ein Maybelline Color Tattoo mitgenommen in der Farbe Creme de Nude. Einer von den Creamy Mattes, und den werde ich mir gleich mal auf die Augen tun. Ich habe den jetzt auch schon ein paar Tage und habe den auch schon mehrfach jetzt benutzt. Ich finde den auch nicht schlecht. Farblich ist er wirklich gut und der erfüllt auch seinen Zweck auf jeden Fall. Jetzt wird es alles ein bisschen gemischt, weil ich ja natürlich jetzt auch nach meinem Gesicht nach der Reihe gehe. Ich hatte eine Bestellung bei Douglas gemacht und zwar wollte ich unbedingt dieses Teilchen hier ausprobieren. Und zwar ist das die neue Clinique Pep Star. Und ich habe mir jetzt erstmal die 30 ml Packung geholt. Die gibt es auch in 50 ml. Ist dann eben dieser niedliche viereckige Tiegel, habe ich auch noch nicht aufgemacht, wie gesagt, gerade eben ausgepackt. Ja, und ich habe sie im Laden auch schon mal probiert und natürlich fühlt sie sich sehr silikonlastig an, riecht überhaupt nicht, was ich sehr bevorzuge. Die werde ich auf jeden Fall morgen ausprobieren, weil ich noch ein spannenderes Produkt für heute habe. Auf jeden Fall bin ich da extrem gespannt drauf und wenn euch das interessiert, werde ich das später auf jeden Fall auch berichten. Das nächste Produkt, was bei mir in den Warenkorb gewandert ist, und das möchte ich eben jetzt auch ausprobieren, ist ein neuer Primer von Urban Decay. Urban Decay ist mit vier neuen Primern rausgekommen. Alle vier versprechen eben was anderes. Es gibt einen, der mattieren soll und die Poren verfeinern soll. Dann gibt es einen, der ja, so die Farbe verändert, also so ein bisschen den Hautton neutralisieren soll. Und es gibt eben auch einen, der ein glowiges Finish machen soll, und ich habe mich für den Optical Illusion entschieden. Das ist nämlich der, der die Poren verfeinern soll und das Hautbild, ja, steht natürlich jetzt alles auf Englisch drauf, soll auf jeden Fall das Hautbild komplett glatt machen optisch und die Poren und Linien auffüllen. Und ich habe bisher sehr gute Reviews dazu gehört und deswegen bin ich super gespannt. Dieses Produkt kostet 33 Euro bei Douglas. Man kann natürlich dann diesen 10% Gutschein, dann ist es ein bisschen weniger. Wollte ich unbedingt ausprobieren. Witzigerweise, ich finde die Verpackung voll witzig, weil das so eine samtige Verpackung ist. Also es fühlt sich ganz ulkig an. Und was ich auch super finde, ist, dass es ein Pumpspenderchen ist. So sieht das Ganze dann aus. Hier sind 28 ml drin und ich bin mega, mega gespannt. Und ich habe, wie gesagt, bisher nur Gutes gehört, außer von einer YouTuberin, die aber eher fettige Haut hat. Da ich ja jetzt mehr trockene Haut habe, denke ich, funktioniert das ganz gut. Ich habe heute Morgen ganz normal meine Tagespflege aufgetragen und werde jetzt, wie gesagt, diesen hier benutzen. Und ich bin mega gespannt.
Und da kommt er auch schon. Es ist so eine rosane Textur und ich bin echt mega gespannt. Und man soll das relativ großzügig verteilen. Der hat ja, einige sagten, eine relativ feste Textur. Was ich sagen kann, die Haut fühlt sich ganz weich an und samtig. Natürlich ist es auch so ein leichter Silikoneffekt, auf jeden Fall, keine Frage. Und ja, ich bin auf jeden Fall mega, mega gespannt. Also ich habe schon jetzt so ein silikonmäßiges Gefühl. Ich habe mir auch eine neue Foundation gekauft. Machen wir mal so weiter. Und zwar hat mich total interessiert, dieses Teilchen hier. Habe ich mir bei Cosmetic for Less bestellt. Und zwar ist das die LA Girl Pro Coverage HD High Definition Long Wear Illuminating Foundation. Und zwar habe ich mir einmal die weiße Foundation geholt, was natürlich super ist, weil man die mit jeder Foundation mischen kann. Und ich habe mir die Farbe Porcelain gekauft, also Porzellan, die ganz schön dunkel ist. Ich werde dazu auf jeden Fall ein First Impression Video drehen, beziehungsweise ich habe es schon gedreht, möchte jetzt aber den Primer mit einer Foundation ausprobieren, die ich schon öfter getragen habe und wo ich schon weiß, wie sie aussieht. Also diese werdet ihr in einem separaten Video sehen, auf jeden Fall. Bei Cosmetic for Less habe ich jetzt 12,45 € pro Fläschchen bezahlt und hier sind 28 Milliliter pro Flasche drin. Und die gibt es natürlich auch günstiger in anderen Online-Shops. Das werde ich euch unten gerne mal verlinken. Allerdings waren die da gerade ausverkauft und ich wollte die aber unbedingt ausprobieren. Zum einen habe ich zwei Colourpop-Lidschatten neu gekauft. Und zwar habe ich die der Jana abgekauft. Einmal hatte sie einen Colourpop-Lidschatten bei Kleiderkreisel drin und zwar die Farbe Chipper. Den hat sie also schon mal benutzt. Ihr gefällt aber die Farbe nicht so gut, beziehungsweise trägt sie die nicht so oft. Eine wunderschöne Farbe, die spricht mich natürlich sofort an. Und Colourpop-Lidschatten liebe ich natürlich sowieso. Deswegen, ja, die Farbe ist super. Die finde ich ganz toll. Genau mein Ding. Und so eine Farbe habe ich von Colourpop noch nicht. Von daher, der wird bei mir sicherlich sehr geliebt werden im Frühling. Und den möchte ich auch heute auf jeden Fall mitverwenden. Und dann hat Jana sich noch so ein Hello Kitty Set gekauft, was es eben gerade gibt von Colourpop. Und diese Farbe hat ihr persönlich nicht gefallen. Deswegen hat sie mich gefragt. Ich habe ihn ihr abgenommen, so nett wie ich bin. Und in der Kamera kommt die Farbe super toll rüber. Das ist ein sehr, sehr schönes, dunkles Blau. Ist wie gesagt aus dem Hello Kitty Set. Und die Farbe nennt sich School Bus, also Schulbus. Und da hat noch keiner reingepatscht und gar nichts. Das mache ich jetzt. Und der ist super weich von der Textur. Und ich hatte erst überlegt, weil ich ja jetzt Blau auch nicht unbedingt auf den Augen trage. Aber ich werde den als Liner benutzen. Die Colourpop-Lidschatten eignen sich super gut als Lidstrich und auch als Liner am unteren Wimpernkranz, weil die wirklich nicht verschmieren. Die halten den ganzen Tag. Und die Farbe erinnert mich sehr stark an das Blau aus der Urban Decay Gwen Stefani Palette. Fällt mir sofort ein auf den ersten Blick, was ja auch ein sehr, sehr schönes Blau ist. Und das eben so als Linerform zu haben, ist natürlich super. Damit sich das Ganze eben auch lohnt für Jana, mir das zuzuschicken, beziehungsweise hatten wir vorher ein bisschen was bestellt bei Sephora und ein Produkt, ich freue mich wahnsinnig, ich habe es noch nicht geswatcht, ich habe es nur ausgepackt. Und zwar dieses Teilchen hier von Kat Von D, die Pastel Goss Palette. Ihr habt sie sicherlich schon tausendmal gesehen. So sieht die Umverpackung aus. Natürlich ist das Geschmackssache. Ich liebe die Verpackung. Ich finde sie super, super toll. Und so sieht die Palette dann aus. Eben genauso ist auch wieder so eine Pappverpackung. Und ihr habt hier 2, 4, 6, 8 Lidschatten drin. Spiegelchen, relativ kompakt die Palette und es ist eine pastellige Palette. Als die rauskam, habe ich erst gedacht, nö, brauche ich nicht. Ich habe mich dann aber relativ schnell entschieden, die Metal Matte Palette wieder zu verkaufen, weil ich sie einfach nicht benutze. Es ist leider tatsächlich mit der Palette so, so wie ich es mir vorher schon gedacht habe, bevor ich sie mir gekauft habe, dass die Farben nicht unbedingt meins sind. Die Palette
Die Farben natürlich toll, wunderschön, auch eine super gute Textur. Ich mochte die Palette unheimlich gerne von der Qualität. Die Farben allerdings überhaupt nicht mein Ding. Deswegen habe ich mich von der Palette wieder getrennt und wollte dann unbedingt diese Palette hier haben, weil das natürlich eine Palette ist. Zum einen, diese Farben hat man nicht unbedingt in seiner Sammlung, vielleicht den einen oder anderen in irgendeiner Sleek-Palette mal so aus Versehen mit drin. Aber so kompakt eine Palette zu haben, alles matte Lidschatten, alles schön pastellige Töne, bunte Töne für den Frühling, für den Sommer. Super, finde ich super. Ich werde jetzt die Farben das erste Mal swatchen. Und zwar erstmal das Gelb. Die Farbe ist da. Und ja, ich würde sagen, sehr gut pigmentiert. Sehr gut pigmentiert für ein Gelb. Und ja, es gibt ja ein paar Leute, die sagen, oh, das ist doch keine Pastellpalette. Es ist eine Pastellpalette. Pastell bedeutet ja auch nur, dass die Farben ein bisschen mit Weiß abgemischt sind. Sie sind trotzdem sehr intensiv und kräftig. Also es sind schon intensive Farben, muss ich sagen. Aber wunderschön. Also ich finde sie jetzt schon ganz, ganz toll, obwohl ich noch gar nichts damit gemacht habe. Die Farbe Clementine, dieser wunderschöne Aprikoton, der spricht mich auch schon vom Sehen total an. Und der ist auch wunderschön und hammermäßig pigmentiert. Die Farbe Miau, das ist so ein schönes Flieder, würde ich sagen. Die sind super weich von der Textur. Und das ist auch ein schönes Flieder, weil hier sehr viel Blauanteil drin ist. Also es ist ein sehr blaustichiges Violett. Dann die Farbe Dope, das ist der Violettton daneben. Auch super schön. Jetzt ist hier natürlich mein Knochen zwischen. Ich hoffe, ihr könnt den Swatch trotzdem gut erkennen. Dann die Farbe Doom. Das ist ein wunderschönes Himmelblau, würde ich es nennen. Es ist nicht wirklich richtig. Ja, es ist schon Babyblau, also mit Weiß abgemischt. Aber es ist schon eine kräftige Farbe auf jeden Fall. Auch sehr, sehr schön. Die Farbe Gloom, das Grün daneben, spricht mich natürlich total an. Ich glaube, das ist jetzt schon meine Lieblingsfarbe aus der Palette. Und das ist auch ein ganz, ganz tolles, tolles Grün. Sehr, sehr schön. Und die Farbe Dagger und Skull, also dieses Grau und das Weiß. Auch sehr gut pigmentiert. Es gibt einige, die sagen, dass dieser Grauton eher ins Grünliche geht. Ich finde, das ist schon grau. Also es ist so ein Steingrau. Sehr, sehr gut pigmentiert und die möchte ich jetzt natürlich auch verwenden auf dem Auge und mal schauen, wie sie sich denn so verhalten. Ich werde jetzt nichts Weißes auf mein Lid geben. Ich möchte einfach mal sehen, wie die sich so machen. Ich nehme einen zu Eva Lux Crease. Ich bin mega gespannt und ich hole euch ein bisschen näher ran. Wie gesagt, Color Tattoo habe ich ja auf dem Auge. Und ich gehe natürlich als erstes in die Farbe Clementine, also dieser schöne, schöne Peach-Ton. Und gucke einfach mal, was passiert. Den gebe ich mir in die Lidfalte. Und super strahlen die Farbe. Ich weiß nicht, wie gut das rüberkommt. Der Color Tattoo ist tatsächlich jetzt ein bisschen klebrig, wie ich finde. Ich hoffe. Ich denke, den muss man tatsächlich setten. Ich nehme jetzt einfach ein bisschen Skull und gehe einmal, also weiß, und gehe einmal über das Lid drüber weg. Jetzt gehe ich in die Farbe Miau.
Die möchte ich auch auf jeden Fall ausprobieren. Mit dem gleichen Pinsel ruhig. Und den gebe ich hier mal in das. Super schön. Ich bin jetzt schon total begeistert. Das ist wirklich ein schönes Pink mit dem Orange. Wow, also wie die beiden miteinander gerade reagieren. Ich hatte erst so gedacht, als ich die Palette gesehen habe, Mensch, es ist überhaupt kein Pink hier drin. Aber wunderschön gerade. Könnt ihr das sehen? Wow, ich bin total begeistert. Die Farbe sieht ganz anders aus auf dem Auge als hier im Fähnchen. Super, super schön. Und jetzt möchte ich auch auf jeden Fall noch die Farbe Dope ausprobieren, weil das. Und ihr wisst es, ich mag eigentlich keine Violetttöne, ne? Also das ist. Wow, ich bin total geflasht. Den gebe ich jetzt hier einfach mal nur in den. Äußeren Bereich. Super schön. Auch eine ganz tolle Farbe. Ich bin. Um jetzt noch ein bisschen Spaß an der Palette zu haben, gehe ich jetzt noch in die Farbe Star. Das ist der gelbe Ton. Und den setze ich hier so ein bisschen drüber, ganz leicht. Gott, der ist auch megamäßig pigmentiert. Für ein Gelb, Wahnsinn. Ich nehme jetzt noch ein bisschen Weiß und gebe den nochmal direkt unter die Augenbraue, um auch das Gelb nochmal ein bisschen auszublenden. Ein bisschen weicher einfach. Das auf jeden Fall schon mal mein neues Schätzchen. Das liebe ich jetzt schon. Ich habe aber gesagt, ich möchte auf jeden Fall diesen Colourpop-Lidschatten ausprobieren und den klatsche ich mir jetzt aufs bewegliche Lid. Ganz einfach. Und bin ich halt heute etwas bunter unterwegs, macht nichts. Das ist die Farbe Chipper und ich nehme einen Pinsel jetzt erstmal von Essence und tupfe mir das. Ja, ich bin total verliebt. Und ich weiß, viele mögen das ja so bunt nicht, aber ich liebe das. Also im Frühling mag ich das total gerne. Und ich gehe auch so raus, ich gehe auch so zur Arbeit, also da habe ich überhaupt kein Problem mit. Ich tupfe es jetzt noch mal ein bisschen nach, weil es einfach dann ein bisschen besser strahlt. Ich nehme einfach mal den. Passt, glaube ich, auch nicht hundertprozentig, aber macht nichts. Ich nehme den Trended Up Contouring Glide Kajal in der Farbe 91. Das ist eben so ein. Tja, was ist denn das? So ein gelb, gold, grün, keine Ahnung, undefinierbare Farbe. Passt jetzt so mal gar nicht irgendwie dazu. Macht aber nichts. Ich nehme einfach noch ein bisschen von dem Chipper an den unteren Wimpernkranz im äußeren Bereich. Da fällt er jetzt. Das ist jetzt ein Apfelgrün. Doch, das ist gut. Das gefällt mir auch. Ich brauche natürlich meinen weißen Kajal. Ohne den läuft gar nichts bei mir. Jetzt werde ich ein bisschen Concealer auftragen. Und zwar einfach jetzt den von Catrice unter meinem Auge so ein bisschen. Um den Concealer jetzt zu setten, nehme ich mein RCMA No Color Powder. Und da ich den Primer natürlich testen möchte, wie der sich eben so verhält, benutze ich ein Puder eben auch, was ich kenne. Und deswegen nehme ich meinen Manhattan. Clear Face. Compact Powder. Und damit ich bei Cosmetic for Less keine Versandkosten bezahlen muss, habe ich mir noch ein Produkt von Freedom Make-up ausgesucht. Und zwar einen, ja, eigentlichen Blush.
Nennt sich Pro Glow Miau. Ist eben so ein niedliches Muster. Und wenn man das zusammenmischt, dann hat man eigentlich eher einen Bronzer, so einen schimmrigen Bronzerton. Und den werde ich jetzt heute mal zumindest als Rouge ausprobieren. Ich nehme jetzt erstmal den Maybelline Fit Me Bronzer und bronze damit mein Gesicht. Auf jeden Fall nehme ich jetzt dieses Produkt als Rouge. Werde ich es mal probieren, mal gucken. Ja, gefällt mir. Gibt auch gleich so ein bisschen Glow. Sehr gut pigmentiert. Ist eben eine schöne Farbe, wenn man das zusammenmischt, auf jeden Fall. Und natürlich nehme ich meine Kat Von D Alchemist Palette. Die hat sich bei mir auch schon sowas von bezahlt gemacht, ohne Scheiß. Und ich nehme die Farbe Green natürlich und setze mir den in den Innenwinkel. Meine Augenbrauen muss ich noch machen und ich brauche was auf den Lippen. Und auch da habe ich noch ein bisschen Auswahl. Als Highlighter verwende ich meinen Laura Mercier Highlighter. Ich habe mir jetzt die Augenbrauen nochmal schnell gemacht. Werde ich mir die Wimpern tuschen und zwar mit der neuen Essence Volume Stylist Lash Extension Mascara. Und die hat ein sehr schönes kleines Bürstchen, was aber in der Mitte ein bisschen dicker ist. Und die habe ich jetzt schon ein paar Tage in Benutzung. Eine Schicht kann man, glaube ich, nicht meckern. Also ich finde die extrem gut, muss ich sagen. So. Die finde ich auf jeden Fall schon mal extrem gut. Dann musste ich ein bisschen schmunzeln tatsächlich. Ich habe mich für dieses Sephora Favorite Sets entschieden. Und zwar ist das das Give Me Some Nude Lip, was eben 28 Dollar kostet. Und in den ganzen Videos sah dieses süße Kartönchen immer so groß aus. Aber es ist wirklich Miniatur. Ich zeige euch mal eine Sleek-Palette im Vergleich. Ich glaube, die meisten wissen, wie groß eine Sleek-Palette ist. Na, dann wisst ihr ungefähr, wie groß dieses ganze Kartönchen ist. Also das ist wirklich süß, sehr, sehr süß. Natürlich zum Aufbewahren super niedlich. Als ich das geöffnet habe, da musste ich erst recht lachen, weil man weiß natürlich immer, es sind immer ja, ein, zwei Originalprodukte drin oder zwei, drei Originalprodukte. In diesem sind zwei Originalprodukte drin und drei Luxuspröbchen. Und die sind echt sowas von mini, dass ich wirklich lachen musste. Ich meine, eigentlich hätte man dran denken können, aber gut. Wir gehen einfach mal die Sachen durch. Zum einen ein Originalprodukt, ein Lip Liner und zwar von Estée Edit bei Estée Lauder eben. Und das ist der Contour Lip Liner in der Farbe The Barest. Und das ist eben so ein Stift zum Hochdrehen. Aber man kann ihn nicht wieder zurückdrehen. Das ist ja schon mal interessant. Und ich zeige euch mal die Farbe. Es soll eben ein Nude-Set sein. Und den werde ich mir jetzt einfach auch mal ja, auf jeden Fall eine schöne Farbe. Ich finde, der hat eine interessante Konsistenz, weil der ist zwar schon cremig und weich. Aber der gibt nicht gleich so viel Produkt ab, habe ich das Gefühl. Ist auf jeden Fall eine schöne Farbe, freue ich mich drüber. Hinten ist auch kein Anspitzer dran. Okay. Ja, so einen würde ich mir niemals so in Original kaufen. Von daher freue ich mich,
was da in diesem Set drin war. Lip Liner kann man nie genug haben, beziehungsweise ich habe auch gar nicht so viele Lip Liner, benutze aber ganz gerne. Dann kommen wir zu einem Pröbchen, da musste ich halt wirklich lachen, weil das ist so klein. Ich zeige euch mal von der größeren Catrice Lidschatten daneben, damit ihr mal seht, wie klein der ist. Der ist so klein und niedlich. Und zwar ist das ein Bite Beauty Amuse Bouche Lipstick in der Farbe Honeycomb Comp. Und der ist dann wirklich so klein. Ganz, ganz klein und niedlich. Und ja, diese oder Bite Beauty allgemein interessiert mich sehr. Da habe ich schon öfter mal, das ist auch eine sehr, sehr schöne Farbe übrigens, schon sehr, sehr viel drüber gehört und ich wollte auch unbedingt mal diese matten Dinger davon ausprobieren. Von daher freue ich mich über dieses kleine süße Pröbchen, den zum einen ausprobieren zu können und das ist eine wunderschöne Farbe für jeden Tag. Bite Beauty ist eben für seine Inhaltsstoffe total bekannt, dadurch berühmt, dass man eben die Lippenstifte sogar essen könnte, wenn man wollte. Und da wir alle wissen, wenn man Lippenstift trägt, leckt man natürlich auch viel Lippenstift weg. Und ja, von daher ist das natürlich super. Wie gesagt, ich finde die Farbe sehr schön und der riecht total lecker. So ein bisschen zitronig, minzig. Also der ist schon mal zucker, zucker süß. Dann ist genauso ein kleines Miniaturpröbchen von Marc Jacobs drin. Und zwar ist das eine Lipcreme, nennt er sich, in der Farbe 246 Slow Burn. Und ja, von Marc Jacobs habe ich tatsächlich noch gar kein Produkt ausprobiert. Auch eine wunderschöne Farbe. Ja, das ist auch genau meins. Also das ist eine wunderschöne Alltagsfarbe. Den werde ich mit Sicherheit auch tragen. Und es ist da natürlich schön, solche kleinen Pröbchen zu haben. Ich hätte mir so einen niemals in Originalgröße gekauft, muss ich sagen, bevor ich den nicht ausprobiere und wirklich sage, der ist super toll. Dann das zweite Originalprodukt ist dieses Teilchen hier und zwar von Urban Decay ein Lippenstift, ein Weißlippenstift in der Farbe 1993. Genau, in der Farbe 1993, das ist ein Comfort Matte. Und das ist ein Originalprodukt, den werde ich nicht swatchen. Wusste ich aber auch vorher schon, das ist einfach nicht meine Farbe. Das wusste ich vorher schon, bevor ich dieses Set jetzt hier zu Hause hatte, dass ich den auf jeden Fall verkaufen werde, weil es einfach nicht meine Farbe ist. Das ist ein dunkles Braun, eben so eine 90er-Jahre-Lippe. Der ist mir einfach zu dunkel. Dann ist hier drin ein Wachsen Full-on Lip Cream, eine Lippencreme, in der Farbe White Russian. Und ich bin ja kein Lipgloss-Freund unbedingt, ich habe nur einen noch. Und dieser ist aber total beliebt auf YouTube, total gehypt. Das soll so ein Lipgloss sein, der auch so einen Plumping-Effekt hat und der über ganz, ganz viele Lippenstifte funktioniert. Und deswegen freue ich mich über den auch total. Ist eben nur so ein kleiner, ich denke, das ist super für mich. Und, oh, der riecht ganz lecker. Der riecht so ein bisschen nach MAC-Lippenstiften, finde ich. Und das ist halt wirklich so ein ganz heller Cremeton. Also ich denke, der funktioniert wirklich mit ganz, ganz vielen. Riecht total karamellig, lecker, vanillig. So irgendwie wie MAC-Lippenstifte. Und das ist dieser hier, das ist eben ja, ein ganz normaler Lipgloss. Wie gesagt, der ist total beliebt und gehypt und deswegen, ich freue mich sehr, den auszuprobieren und ich denke, so ein Lipgloss in so einer Standardfarbe zu haben, ist definitiv nicht schlimm. Und ein Produkt, über das ich mich auch sehr gefreut habe und was auch so der Hauptgrund ist, warum ich mich für dieses Set entschieden habe, natürlich hätte ich mir den auch alleine bestellen können, aber ich dachte halt mit dem Bite Beauty und dem Marc Jacobs und dem Buxom und natürlich auch den Lip Liner von Estée Lauder, dachte ich mir, okay, das Set ist super und auch gerade dieser hier, um den auszuprobieren. Und zwar ist das ein Too Faced Melted Matte Liquid Lipstick in der Farbe Queen Bee. Und das wäre sowieso die Farbe gewesen, die ich mir auch ausgesucht hätte. Also ich habe immer geschwankt zwischen Queen Bee und Cool Girl und ja, das ist auf jeden Fall eine super, super schöne Farbe und das natürlich als Pröbchen zu haben, ist super.
Das ist Queen Bee. Und den werde ich jetzt auch auftragen. Den möchte ich auf jeden Fall ausprobieren. Ja, und ich würde sagen, die Farbe ist auch super schön. Vielleicht dunkelt sie noch ein bisschen nach. Ja, und jetzt könnte ich mir natürlich, wenn mir der gefällt von der Textur, könnte ich mir natürlich dann noch die Farbe Cool Girl anschauen. Sowas finde ich super. Also ich wünschte, es würde wirklich mehr so kleine Liquid Lipstick Pröbchen geben, damit man die einfach auch mal ausprobieren kann, bevor man sich dann wirklich ein Original holt. Weil ich finde, die großen, die trocknen eben schon schnell ein und da macht es nicht so wirklich viel Sinn, so viele von zu haben tatsächlich, wenn man die ja dann nicht alle aufbrauchen kann. Von daher, so und jetzt ist auch trocken. Also der ist am Anfang nicht sofort ganz trocken, sondern so leicht cremig. Scheint noch nicht hundertprozentig trocken zu sein. Eine sehr, sehr schöne Farbe auf jeden Fall. Gefällt mir gut. Von daher ist das natürlich. Ich finde, es ist ein sehr, sehr schönes Set. Ich finde es auf jeden Fall ganz, ganz süß, das Set. Freue mich, weil das wirklich so meine Farben sind, die ich auch im täglichen Alltag trage. Außer halt der Urban Decay Lippenstift. Wie gesagt, das wusste ich aber vorher. Und das war dann auch mein Haul. Der war ja jetzt extrem lang, dadurch, dass wir die Sachen eben auch ausprobiert haben und geswatcht haben. Ich muss sagen, ich bin super, super zufrieden mit meiner Auswahl. Ich liebe viele Produkte schon davon, auf jeden Fall. Ich liebe den ColourPop Lidschatten Chipper. Den finde ich super toll. Die Kat Von D Palette. Ich bin so mega froh, dass ich mir die gekauft habe. Und die war jetzt ja schon ausverkauft bei Sephora. Jetzt ist sie wieder lieferbar. Also ich kann euch nur empfehlen, wer auch solche Farben mag und einfach solche verblendete Farben haben möchte für den Frühling und für den Sommer, dem kann ich die Palette nur empfehlen. Ich finde sie auch super hübsch. Sie ist super kompakt und klein wieder und einfach nur super schön. Ich bin mega, mega begeistert. Ich hoffe, ihr lasst mir sehr, sehr fleißig Kommentare da. Schreibt mir sehr gerne auch, gefällt euch diese Art Haul, die Sachen eben auch gleich auszuprobieren oder sind euch diese Videos einfach zu lang? Dann würde ich es halt wieder klassisch machen. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir viele, viele Kommentare und Däumchen da und dann sehen wir uns hoffentlich sehr, sehr bald wieder. Habt einen wundervollen Tag. Macht's gut. Tschüss.